Hallo, es ist wieder Freitag, es ist wieder 12 Uhr. Wir machen wieder gemeinsam Qigong. Das Wetter ist genau auch super dafür. Und wenn ihr in dieser Zeit auch schnellere Übungen braucht, um in eure Energie zu kommen, ist eine wunderbare Übung die: fünfmal nach unten an den Beinen und wieder nach oben und wieder über die Hüfte nach unten. Und das fünfmal machen. Das ist eine coole Energieübung. Die andere sehr gute Energieübung ist an den Ohrläppchen schön drehen, im Uhrzeigersinn. Auch nicht zu doll, aber egal wie doll ihr das macht, die Ohrläppchen werden danach eine Zeit lang rot sein. Okay, wir fangen an mit Bewegung inspiriert durch Qigong. Ich mache die Übung immer einmal vor und dann machen wir sie siebenmal nach und es sind acht Übungen. Wir beginnen, wir machen dreimal die große Ausatmung. Die geht so, dass man nach oben in einem großen Kreis die Arme öffnet und ausatmet durch den offenen Mund nach unten geht. Einmal. Zweimal. Dreimal und wir schließen die Hände vorm Brustbein und atmen dreimal tief ein und tief aus. Versucht doppelt so lange auszuatmen, wie ihr einatmet. Wir öffnen die Hände nach unten, gehen mit der ersten Übung. Die Beine sind hüftbreit, fächert die Zehen schön auf, dass ihr gut verankert im Boden steht. Möglichst drei Punkte des Fußes sollten bewusst den Boden berühren: die Hacke, die Ferse und die Zehen. Wir fangen an, indem wir die Finger zusammen machen, die Handflächen nach oben. Die Hände so nach oben nehmen, dass wir sie vor den Augen drehen, dass die Handflächen jetzt nach oben schauen und mit den Augen mit nach oben gehen und in die Streckung gehen. Und groß ausatmend nach unten wieder zur Ausgangsposition. Das machen wir jetzt siebenmal in Ruhe. Es kommt nicht auf die Schnelligkeit an, es kommt auch nicht darauf an, wie weit ihr kommt, sondern geht immer mit den Grenzen eures Körpers. Wir lassen die Hände unten und nach jeder Übungssequenz machen wir dreimal die große Ausatmung, mit der wir angefangen haben. Da ist es wichtig, denkt dran, beim Ausatmen durch den Mund auszuatmen.
Wir kommen in die zweite Fußposition oder Beinposition vom Qigong. Ihr macht einen Ausfallschritt nach links. Achtet auf die Grenzen eures Körpers. Dann müsst ihr gucken, dass ihr, wenn ihr nach unten geht, was wir in dieser Übung tun werden, in die Knie gehen, dass ihr die Knie möglichst nach außen drückt, nicht so, sondern versucht so zu drücken und versucht nicht zu ambitioniert zu sein. Diese Übung gilt es einige Zeit lang auch in der Beuge zu machen. Wir fangen an, indem wir die Hände vor der Brust kreuzen. Wir fangen mit der linken Hand vorne an. Das ist die richtungsgebende Hand, in die wir die Übung machen. Und beim Wechseln wechseln wir dann auf die rechte Hand. Wir gehen runter in die Beuge. Die linke Hand ist vorne und wir stellen uns vor, dass wir nach links an den Bogen spannen. Und es ist wichtig, dass ihr die Hände so haltet, dass der Finger, nur der Zeigefinger oben ist. Die anderen drei Finger sind geknickt und so geknickt, dass sie möglichst unten die anderen Finger von der Innen berühren. Und dann habt ihr auf der einen Seite ein L, auf der anderen Seite ein J. Wir machen das nämlich in beide Richtungen. Und fokussiert euch mit eurem Blick durch diese Stelle hier in der Hand. Wir gehen runter, wir nehmen die linke Hand nach vorne, wir spannen den Bogen, auch dass die Spannung im rechten Arm ankommt. Wenn wir durch die linke Hand schauen, wir gehen langsam wieder nach oben in die Mitte, wir nehmen die rechte Hand nach vorne und wir ausatmend spannen wir den Bogen rechts. Einatmend gehen wir wieder hoch und jetzt beginnen wir jeweils die Übung 7-mal zu machen. Und beim Rübergehen, beim Runtergehen geht ihr wieder in die Ausgangsposition rüber und wir machen dreimal die große Ausatmung. Durch den Mund ausatmen. Bleiben in dieser Position. Bei den Übungen fangen wir immer mit der linken Seite an. Wir fangen also mit der linken Hand an, nehmen sie so hoch, dass die Handfläche nach oben guckt und sie so gewinkelt ist, dass sie wie ein Dach über unserem Kopf ist. Und die rechte Hand ist auch gestreckt und da zeigt die Handfläche nach oben und die Finger nach vorne. Und bei dieser Übung ist es so, dass wir entgegen den sonstigen Gewohnheiten beim Hochgehen ausatmen. Also wir gehen in die Streckung, es ist immer Spannung, Entspannung. Wir gehen in die Ausatmen, in die Streckung. Wir gehen wieder runter, wir wechseln die Seite und wir strecken die rechte Hand als Dach über uns. Die Handflächen sind zur Decke und jeweils zum Boden.
Das machen wir auch jetzt 7-mal und einmal sind immer die beiden Seiten. Der Kopf bleibt gerade und es natürlich steht euch frei, ob ihr die Augen schließt oder nicht. Wir nehmen wieder beide Hände nach unten und machen dreimal die große Ausatmung. Ihr hört durch den Mund ausatmen. Wir öffnen die Arme beide gleichzeitig nach hinten, gehen bei dem nach hinten bewegen, gehen wir mit den Händen in die Streckung, den Fingern, nicht mit den Händen, den Fingern in die Streckung und gucken als erstes über die linke Schulter, gehen wieder zurück und schauen über die rechte Schulter. Und gut ist, dass ihr merkt ja, man bleibt immer möglichst mittig mit dem ganzen Körper, dass ihr nicht so rübergeht und eine Seite ist mehr drüben als die andere, sondern versucht, das Brustbein so zu öffnen, dass ihr gleichmäßig den Abstand nach hinten habt, den Winkel nach hinten. Atmet ein, wenn er nach hinten geht, und aus, wenn er nach vorne geht, und ein, wenn er nach hinten geht. Nehmt den Kopf mit.
beenden die Übung und machen unsere drei großen Ausatmungen. Es kommt eine mehrteilige Übung, die ich etwas ausführlicher erkläre. Es geht darum, wir öffnen die Hände, wir machen die Handflächen nach oben, wir ziehen sie nach vorne und unter der Brust sägen, will ich nicht sagen, aktivieren wir die dortigen Meridiane. Gehen mit der Hand nach hinten, drehen dabei die Hand und gehen Handflächen nach innen. An der Wirbelsäule lang, bis wir eine super Position gefunden haben. Ah, da ist das Steißbein und da legen wir die Hände hin. Dann machen wir einatmend, beugen uns nach hinten und achtet bitte drauf, das öffnet wunderbar das Brustbein, aber achtet bitte drauf, dass ihr nicht so oder ins Hohlkreuz geht. Haltet euch hier fest und geht nur mit dem oberen Teil nach hinten, einatmend und ausatmend. Gehen wir unten an den äußeren Meridian runter, soweit ihr kommt. Wir nehmen den Mittelfinger und den Daumen und legen ihn bei unseren Füßen, den Mittelfinger zwischen die ersten beiden Zehen und den Daumen an die Fußwurzeln, drücken und ziehen gleichzeitig den Bauch an. Und dann beim Ausatmen kommen wir, ich weiß nicht, ob man das sieht oder ob ich das nur fühle, kommen wir langsam, und zwar hier aus diesem Teil, aus dem unteren Rücken, wieder hoch, die Hände bleiben schön locker hängen. Wir kommen langsam zum Unterrücken hoch und wenn wir oben sind, merken wir automatisch, dass wir in die Öffnung, in die große Öffnung der Arme gehen. Ich sage dir jetzt bei der ersten Übung noch mal ein bisschen an, wie es geht, weil die Koordination ist nicht ganz einfach. Wir öffnen die Arme nach außen, Handflächen nach oben, gehen unter der Brust lang, mit den Händen, mit den Händen, drehen die Hände, dass sie nach innen die Handflächen sich angucken, an der Wirbelsäule runter, bis wir den Punkt finden, wo wir die Hände positionieren, neben dem Steißbein. Einatmend öffnen wir das Brustbein nach hinten, wirklich nur so weit, wie ihr kommt. Und ausatmen. Gehen wir runter zu den Füßen, auch da nur so weit, bis ihr kommt. Mit Mittelfinger und Daumen machen wir einen Druckpunkt zwischen ersten und zweiten Zeh und Fußwurzeln. Dabei ziehen wir den Bauch ein und langsam gehen wir aus dem unteren Rücken heraus nach oben, bis sich automatisch die Hände wie Flügel öffnen. Wir gehen in die zweite Sequenz. Ausatmen drunter.
die Hände gut am Steißbein halten und ausatmen, nach hinten gehen, so weit wie möglich. Einatmen und ausatmen nach unten. In der Reihenfolge. Wir bleiben stehen und machen jetzt gleich dreimal anschließend die große Ausatmung. Wir gehen wieder in die Position, wo wir in die Beuge gehen. Breite Position, Knie wieder nach außen. Wir nehmen die Hände so, dass sie jetzt nach außen gucken, drehen sie einfach und klappen sie so an die Knie, dass die Handflächen nach außen gucken, die Hände sind so gespannt und ihr legt sie über die Knie, aber ihr beugt und stützt euch nicht drauf, sondern während der ganzen Übung sollen die Hände leicht zu heben sein. Die Übung geht so, dass wir runtergehen in der Mitte. Denkt dran bitte, dass ihr in der Hüfte und in den Knien stabil bleibt und nur der Oberkörper sich bewegt. Nach unten, ihr geht nach links, ihr geht über die Mitte, nach rechts und wieder zurück. Und hierbei achtet besonders gut drauf, dass euer Blick bewusst diesen Kreis mitmacht. Hände nach vorne, kippen auf die Knie und wir beginnen. Wenn ihr in der Mitte wieder seid, richtet ihr euch hoch und kommt mit der Bewegung wieder in die eine Ausgangsposition zurück. Und wir machen dreimal die große Ausatmung. Wieder in die größere Position, in die große Position, denken an unsere Knie, dass sie nach außen gehen. Wir nehmen die Hände, also ich mache jetzt erstmal, mache ich es euch vor, ohne dass ich in Knien bin. Wir nehmen die Hände nach oben, die Handflächen zeigen nach oben, wir klappen den Daumen ein, wir klappen die Finger ein, wir haben also eine Faust und ziehen beide Fäuste unter die Schulter.
Und diese Übung kann auch dynamisch gemacht werden. Das heißt, da kannst du aus der Mitte rausgehen, was du ja sonst eigentlich bei den Übungen nicht solltest. Und hier stößt du die linke Hand nach vorne und bei der Bewegung drehst du sie so, dass der Daumen nach unten ist. So, und dann öffnest du die Hand wieder, so wie wir es am Anfang gemacht haben, und holst dir praktisch mit derselben Bewegung und einer Drehung nach oben die Hand wieder zurück. Rechte Hand nach vorne, du siehst, du öffnest einfach die Hand, du holst dir etwas rein, indem du den Daumen wieder reinklappst, die Hand drehst und wieder nach unten ziehst. Bei dieser Übung, eben wie gesagt, man darf aus der Achse gehen, man kann auch Geräusche dabei machen und in dem Moment, wo du etwas wegstößt, stößt du das weg, was du nicht haben willst und hier holst du dir das rein, was du gerade brauchst. Wir fangen an. Wir gehen in die Knie, wir ziehen die Hände unter die Schulter und beginnen mit der linken Seite. Kommen wieder hoch und die dreimal große Ausatmung. Bei der Übung nehmen wir mit der linken Hand das rechte Handgelenk fest. Und machen es unter unser Steißbein, wenn es möglich ist. Und wir ziehen uns mit dem Steißbein hoch, also hoch und lassen uns fallen. Und das machen wir jetzt 7-mal. Wir machen dreimal die große Ausatmung und schließen die letzte dritte Ausatmung ab, indem wir die Hände vor die Brust wieder nehmen. Die Handflächen begegnen sich über dem Kopf und wir ziehen sie runter vor die Brust. Wir können das Brustbein berühren und wir atmen dreimal ein und aus. Denk dran, länger auszuatmen als einzuatmen. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich habe meine Klangschale nicht dabei, weil ich nicht in meinem Büro bin. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich mache nächste Woche wieder um 12 Qigong. Cool und eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.